Willkommen auf der Heimatwelt der Föderation, Vai-1. Naja, wir haben ja die Erde verloren gehabt an die Borg. Das ist unser Ausweichquartier sozusagen und das bringe ich jetzt gerade auf Vordermann. Es gibt ein neues Sektion 31 Büro, das haben wir ja nicht mehr. Sternenflottengeheimdienst bauen wir neu. Und ansonsten Botschaftskomplex, Holomatrix-Komplex. Vai-1, da wird richtig investiert und wir schaffen Wohnraum ohne Ende. Wir haben ja hier Flotten zur Sicherheit stationiert, aber wir müssen auch mal gucken, dass wir das Ganze auch noch mal ein bisschen ausbauen. Wir schließen mal den ganzen Kram. Wir müssten eigentlich auch bei den Flotten mal ansetzen. Wir haben viel zu viele Flotten. Und ich glaube nicht mehr, dass wir das meiste davon überhaupt brauchen werden. Was können wir hier bauen, Schönes? Als wichtigste Sternbasis der Sternflotte ist die Station der Watchtower-Klasse ein wichtiger diplomatischer Treffpunkt und eine Erinnerung an den Einfluss der Föderation in dieser Region. Ja, mal im Heimatsystem macht das schon Sinn, ne? Macht das schon absolut Sinn. Auf jeden Fall. Der kann ich hier leider nicht bauen, schade. Schade, schade, schade. Wie sieht's eigentlich im Sol-System aus, megastrukturmäßig? Haben wir ja gar nichts mehr, ne? Wellenstruktur, die zugrunde liegende Grundstruktur der Station, die für die Herstellung der Partikelquelle notwendigen Felder miterhält. Totale Verteidigungsstation. Space Station brauche ich nicht. Wissenschaftsstation der Sternflotte. Ja, wir automatisieren mal ein bisschen unsere Forschungsschiffe. So, dann gehen wir mal auf Play. Erhöhen Geschwindigkeit auf sehr schnell. Ich warte jetzt darauf, dass ich hier die Deltanische Union aufnehmen kann. Wir haben eigentlich das Dominion, haben wir mindestens auf Abstand gehalten. Sie müssten jetzt erstmal hier oben die Flotten und die Stationen platt machen, bevor sie überhaupt irgendwas machen können. Und da haben wir zwei schwere Flotten. Drei schwere Flotten sehe ich gerade. Prometheus, die sechste Grenzflotte und den Rachehammer. Dann haben wir hier oben Dosi-Konföderation. Ja, natürlich dürft ihr bei uns einreisen. Gut, die haben wir schon umverteilt. Tja, wir haben ja auch mit der Bombardierung des Gründerplaneten haben wir ja ein Statement dagelassen, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Da haben wir mal für ein kleines Hallöle gesorgt. Das werden sie so schnell nicht vergessen. Könnten auch alle Flotten... Ah, hier, Deltanische Union. Ist das Deltan-Volk in der Vereinigten Föderation der Planeten willkommen? Tausende Delegierte aus der ganzen Deltanischen Union haben sich in der großen Ratshalle auf Vai-1 versammelt, um den Beitrittsvertrag formell zu unterzeichnen, der Day in der Föderation willkommen heißt. Präsident Arias steht Seite an Seite mit Premierministerin Perrin und den Anführern der anderen Mitgliedsgelten, während Milliarden Individuen in der ganzen Föderation das historische Ereignis an öffentlichen Orten und zu Hause verfolgen. Heißt die Deltanische Union in der Vereinigten Föderation der Planeten willkommen. Das ist jetzt zu viel für meinen Rechner. Das ist schon schön. Ja, das Spiel bringt meinen Rechner inzwischen dann doch ziemlich an seine Grenze. Willkommen auf Vai-1. Natürlich willkommen auf Vai-1. So, jetzt haben wir diese Welten auch noch dazu gewonnen. Nicht so, dass wir vorher zu schwach gewesen wären. Ach, guck mal. Können wir reparieren. Eigentlich könnten wir hier die ganzen Zukunftsflotten auch auflösen. Oh, naja. Haben sie. Was bringst du denn fest? Da hinten?
Guck mal. Wir haben zwei Schiffe, die kein Ziel haben. Drei. Schwere Eskorte, Havoc. Sammeln wir mal im Antor-System. Hier haben wir Zukunftsflotten. Technology discovered. Oh, die ganzen Zuweisungsbefehle sind alle verloren gegangen. Das ist jetzt belastend. Die fünfte Föderationsflotte wird mit den Schiffen verstärkt. Das ist jetzt belastend. Das sind die letzten Baubefehle, bevor ich da oben wahrscheinlich vorgestoßen bin. Und die sind verloren gegangen über Speichern. Migrationsabkommen, ja komm. Badi. Das waren nur die mit dem Spiel, oder? Aus DS9? Assoziationsstatus bieten. Oh. Sehr schön. Ja, nehme ich da an. Pau-Allianz. Omikron-Theta-System. Ich Angriffsversprechen schließen. Ja, Migrationsabkommen, ja. Nibiritische Allianz, ja komm, nicht Angriffsversprechen. Ich habe jetzt momentan meine Lust auf Krieg ist eh ein bisschen gesättigt. Daher betrachte ich jetzt gar nicht mehr, wo meine, die Völker rundherum als Ziele. Wir sind schon riesig. Ich wollte eigentlich hier auf Siegbedingungen. Guck mal, wir sind mehr als doppelte an Wert von einem Dominion. Und am 2450 haben wir gewonnen. Das ist jetzt nicht mehr lange hin. Deswegen auf sehr schnell. Wir werden das heute mal anstreben. Dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas reißen können. Handelsrouten. Da müssen wir mal ran. Ach, guck mal, alles zerschossen. Boah. Gesamte Handelsnetz ist weg. Ja klar, die Erde ist raus aus dem Netz gewesen. Das hat die ganzen Routen zerschlagen. Eieieiei. Das dauert jetzt. Jetzt habe ich, jetzt hat er hier ein bisschen Arbeit, der gute Jens. Also, ist ja auf jeden Fall eine sehr geile Partie, aber man muss auch sagen, die Größe ist zu viel. Das zerschießt irgendwann das komplette Wirtschaftssystem. Sieht's ja, ich brauche mich noch nicht mal mehr um meine Wirtschaft kümmern, ich habe Überschüsse ohne Ende. Wenn ich nicht massiv eben ausgebaut und gebaut und sonst was hätte, hätte ich immer noch ein rappelvolle Lager. Also da wird auf jeden Fall nächstes Mal angesetzt eine kleinere Karte. Ja toll, jetzt habe ich das aus Versehen geschlossen. So. Würde ich sagen. Ja genau, kleinere Karte. Und gerade Infinite, was mir unheimlich Spaß macht immer noch. Zeigt auch, dass eine kleine Karte auch ihren Reiz haben kann. Bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt mit den Romulanern läuft. Ich habe ja da relativ gezielt drauf gesetzt, dass es ein bisschen Konfliktpotenzial gibt. Und dieser, also dieser Anfangsstatus, dass sie sich isolieren, finde ich auch passend. Und dass ich auch so erstmal in die Partie reingehe und sie nicht den Kontakt suchen, sondern erstmal misstrauisch gegenüber allen sind, da freue ich mich auch. So, das hier ist jetzt halt ein bisschen Busy Work, aber muss ja auch gemacht werden. Ne? Unten haben wir nochmal. Ansonsten sieht das gut aus. Oben, das war ja alles in der Verwaltung der Cardassianer. Genau.
Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Cardassianer mit an Bord zu holen. Die haben für gut Territorium gesorgt. Weil die stellen ja Ansprüche. Meine Güte. Achso, ja, hier, die müssten ja eigentlich alle vertreten sein jetzt. Rantor. Da haben wir die ganzen Enfleets. Der Friedenshammer. Nee, im Friedenshammer wollte ich da nicht. Ach, würde das Befehlslimit überschreiten. Ist schon bei 300. Müssen wir die mal rausnehmen. Wir haben eine 140er Stärke hier über. Die Enterprise J, die könnte noch eine Verstärkung gebrauchen. Die werden wir mal mit den Schiffen verstärken. Der Vereinigte Kongress von Barnea wünscht Undine Vanguard den Krieg zu erklären. Die Galaxie muss gegen die Eindringlinge aus dem fluiden Raum verteidigt werden. Endlich haben sie recht. Eigentlich haben sie recht. Die stehen jetzt unter meinem Schutz. Wo braucht man eine Durchmarscherlaubnis? Haben wir bei euch offene Grenzen? Ja, sieht alles gut aus. Hier sind die Grenzen auch offen. Also wir kämen zu den Undine. Brauche ich Flotten da oben. Rote Grenzflotte. Dann haben wir hier die zwei Zukunftsflotten. Wir haben hier den Friedenshammer und die fünfte Föderationsflotte. Die bringen wir mal hier hin. Zeit, dass wir darauf reagieren. Ja, euch habe ich ja schon entsandt. Riesenreaktionskräfte sind massiv geschwächt. Muss ich mal in die Flottenverwaltung gehen. Und wir alles rausnehmen. Und ihr kriegt neue Schiffe. Fortgeschrittener Kreuzer 3 kriegt ihr noch zweimal. Ihr kriegt einmal die Luna-Klasse, einmal die Odyssey. Dann haben wir nur noch wenige Punkte übrig. Und Flotte verstärken. So, dann haben wir alle Flotten verstärken. So, dann gehen wir mal gegen die Undine in den Krieg, ne? Was haben wir denn da? Undine mit 166.000. Und wir haben drinne. Hey, zu wenig. Schicken wir mal eine Flotte mit rein. Diese Reaktionskräfte müssen erstmal aufgefrischt werden. Hier ist ja die Enterprise J mit auf dem Weg. Was ist hier eigentlich? Lässt sich ganz schön Zeit, ne? Da war es J. J. Da. Geht da eh durch. Schon verloren. Schicken wir mal die erste Grenzflotte da hoch. Engaging enemy fleet. Engaging enemy fleet. Müssen wir mal das Tempo runter machen. Ich verliere die Übersicht. Military station lost. Mining station lost. Technology discovered.
Ein Kombi, komm. Kombi, seid ihr doch stark genug, dort abzuwehren. Da geht doch. So, verstärken und reparieren. Ey, die werden jetzt erstmal ein bisschen einfallen bei uns. Ist aber... lässt sich nun mal nicht verhindern. Wir haben jetzt hier zwei Grenzflotten. Guck mal hier, wir haben die ganzen Flotten alle noch hier rumstehen. Wird's mal Zeit, dass wir gegen die Undine zuschlagen, ne? War geballt hier rein. Station under attack. Erschließen. Technology discovered. Guck mal an. Unsere Verbündeten sind hier schon am Kämpfen. Eieieiei. Das geht zügig voran. Das lobe ich mir. Ratsagenda bereit. Terraforming haben wir verstärkt. Ja, jetzt machen wir das für die, gegen die Undine. Okay, macht ihr mal. Ach, das läuft ja eh automatisch. Borg flüchten von Undine und wir nehmen sie auf. Eieieiei. Ja, dass es hier Verluste gab, leider klar, aber ist okay. Haben wir ja ganz gut ausgebaut. Wir bauen hier nochmal ein paar Verteidigungsstationen, um das ein bisschen zu stärken. Wir haben hier... Ach, die Enterprise J ist auf dem Weg. Gut. Gut. Weiter geht's, der Kampf gegen die Undine! Spaceport under attack. Oh. Oh, komm. Spaceport lost. Oh. Ach hier, das ist in ihrem Gebiet. Ja, da kann ich ja noch nicht angreifen. Da bin ich ja erst dabei. Da komme ich noch zu. Da werden wir noch reinhauen. Wir werden hier oben reingehen und da unsere Flotten sammeln. Spaceport under attack. Spaceport lost. Ja, ist ja gut hier. Guck mal hier, potenzielle Kandidaten für die Aufnahme. Suliban, Klingonen, Haus der Mokai, Valerianische Landsassen. Ich würde sagen, Klingonische Reich. Engaging enemy station. Ja, gut. Das war schon mal nichts. So, wir haben jetzt mitten in ihrem Gebiet den ersten Planeten.
jetzt bomben wir die Station hier in Grund und Boden. Spaceport under attack. Spaceport under attack. Ich würde mal sagen, meine Verbündeten sind da nicht ganz so erfolgreich. Müssen wir mal sehen, dass wir auch mal bald zuschlagen, richtig? Wir haben ja jetzt hier zwei starke Flotten und wir fangen mal von hier unten an. Wir pflücken erstmal an den Rändern. Dann haben wir hier zwei starke Flotten. Wie stark ist sie? Es müsste passen. Wenn wir dann hier die Station haben, sieht das schon mal ganz anders aus. Gut, euch legen wir zusammen. Die Enterprise J, die Flotte hat jetzt eine Stärke von 741.000. Hier entsenden wir mal hier in das System. Und ich habe doch hier unten irgendwo angefangen, Streitkräfte aufzubauen, oder? Ja, leer. Hier. Terra Nova, genau. Sieht's aus? Bin ich durch mit... ja, bin durch. 179 Grad mal. Ist aber okay. Soll's mir nur... hier oben dann Station mit angreifen. Das sind noch mal, sind gar keine Armeen. Aber wir müssen mal zusehen, dass wir hier weiter attackieren. Kann ja nicht wahr sein. Die Feinde immer... Boah, dieses Laden. Ich würde gerne ja was machen, aber das ist so hakelig teilweise. Engaging enemy fleet. Ein Konstruktionsschiff, das ist, sollen sie machen. Wenn sie denken, das gibt ihnen was. Friedenshammer, der macht Wege. Engaging enemy station. Das gucken wir uns mal an. Sind geflohen. Ja, das ist spannend. Ach, guck mal! Weil wir die vertrieben haben, gehört uns das sogar. Werden wir doch glatt. Bessern. Engaging enemy station. Oh, lass mich doch. So. Wieder ein System für uns. Denn werden wir uns hier schön durcharbeiten. Engaging enemy station. Müssten ja eigentlich noch mehr Schiffe ankommen, ne? Können wir nämlich schon mal weiter. Engaging enemy station. Ich müsste ja eigentlich locker klappen. Spaceport under attack. Spaceport lost. Was? Ach, das sind immer noch denen ihre Stationen, die meine Verbündeten eingenommen haben. Da klappt das noch nicht so ganz. Aber das ist jetzt auch per se noch nicht schlimm.
konntet ihr das nicht einnehmen? Ach, weil die eine Station haben. So, wir haben den Truppentransporter hier. Lassen wir mal die Armee landen. Hat ja keine Verteidigungsstärke. Wir müssen ja nur an Bord gehen. Station under attack. Mining station lost. Colony conquered. Ja. Hat geklappt. Dann müssten wir eigentlich nur hier runter. Da haben wir hier eine schwache Flotte. Da haben wir aber noch einen General über. Dann werden wir hier Armee landen. Um uns nach und nach die Systeme hier oben. So, du dahin. Du greifst mal hier an. Wir vergrößern das Gebiet der Föderation. Was man nicht so alles tut, wenn man Zeit hat, ne? So, du gehst in das System. Wir haben keine Armeen auf den Stationen. Muss halt nur mit dem Transportschiff hinterher sein und mir die Planeten holen. Dann haben wir hier die Flotte. Kann er mal hier angreifen. Ja, dann holen wir uns nach und nach den Undine-Raum. Föderation ist ja noch nicht groß genug, ne? Energiequellen gehen zur Neige. 3000 im Monat runter. Da muss ich mal gucken. Richtlinien und Erlasse. Wir senken mal den Unterhalt der Schiffe. Senken den Unterhalt der Schiffe. Ja, das sieht ansonsten alles ganz gut aus. Wir haben den Unterhalt der Flotte jetzt mal stark gesenkt. Sternenbasen ist das Problem. Durch das zugewonnene Gebiet haben wir massiv Kosten aufgebaut. Ah, interessant. Na, guck mal, Gebiet haben wir jetzt auch. Hier, das müsste uns jetzt auch gleich gehören. Deploying Liberation Forces. Jawohl, ja. Dann können wir hier weitermachen. Und Nelet holen. Da werden wir mal ein bisschen was an Verstärkung runterschicken. Sieht's hier aus? Hier geht der Kampf jetzt los. Engaging enemy station. Mining station lost. Engaging enemy station. Ja, ist dramatisch. Hauptsache. Ach, guck mal hier, die Undine. Da warten sie. Da haben wir verloren. War da eine Flotte hingeschickt worden? Warte immer noch hier auf das Transportschiff. Den Truppen. Eieiei, das kann noch dauern. Was haben wir denn hier Schönes? Riesenreaktionskräfte. Sind ja immer noch im Aufbau. Die will ich da unten nicht wegbeordern. Wir hätten aber hier die erste und die zweite Grenzflotte. Das war nix. Das war gar nix. Fleet lost. Spaceport lost. Wir haben da alles ringgezogen, die Schweine. Aber es müsste. Ja, hat gereicht. Hat gereicht. Gefährlicher, als ich dachte. Council Agenda available. Gebt ihm mehr Leistung. Wieso habe ich das alles auf Autokampf, wenn sich keiner drum kümmert, verdammt nochmal. Da haben wir noch einen Marlon Prime.
Haben sie eine Garnison drauf? Ja, und wir haben das Problem, dass unsere Flotten, unsere Stationen uns die Haare vom Kopf fressen. Da halt Sternbasen, da müssen wir von runterkommen. Da führt kein Weg dran vorbei. Dich können wir auch herabstufen. Ich habe natürlich auch wild damals ausgebaut, weil ich hatte es ja. Muss man ja auch sagen. Ich hatte ja keinerlei Mangel. Unterhalt Sternbasen plus 375%. Da schicken wir mal die Flotte hin. Unten warte ich immer noch drauf, dass der Truppentransporter eintrifft. Und hier... Es kann noch ein bisschen dauern. Hier glaube ich genauso. Ja. Es kann alles noch ein bisschen dauern. Hier ist das Problem, wir sind weit über unsere Belastungsgrenze, was die Flottenanzahl angeht. Nee, da wollte ich dich hin. Dass wir das Gebiet hier unten wegkamen. Stationsmäßig müsste ich immer noch zurückschrauben. Jetzt müssen wir aber daran, Handelsrouten zu weisen. Ja, man muss auch sagen, unser Wirtschaftssystem ist auch ein bisschen durcheinander gewürfelt worden durch den Verlust der Erde. Das war natürlich auch ein Powerhouse, was da ablief im System. Das muss man auch erstmal wieder hinkriegen, ne? Aber Solarmodule ohne Ende drauf. Müsste eigentlich wunderbar passen. Ja, das ist jetzt das Problem. Wir müssen halt zusehen, dass wir Energie gewinnen. Ohne Ende. Ich brauche Energie. Fusionsreaktoren 2. Ja, ich bin ja dran. Mit dem Energiedefizit. Die Nerven. Das ist mit der automatischen Verwaltung, wenn ich mir das so ansehe. Das ist aber nicht überzeugend. Oh, ich sag's euch. Hat's nicht leicht. Einmal mit fähigen Personalarbeiten. Einmal mit fähigen Personalarbeiten. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das halbwegs reicht. Wir werden noch mal ein bisschen was verkaufen. Gehen wir mal auf Play. Und schauen wir mal, wie sich die Energieproduktion entwickelt. Ach, guck mal. Schwupps sind wir 6000 im Plus. Hostile fleet encountered. Wir haben hier oben auch noch den Rachehammer. Den können wir auch noch einwerfen ins Gefecht. Mal da. Mal da. Werden wir mal mit der Flotte reingehen. Ja, das sind die Zukunftsflotten. Die sind halt irgendwann aufgebraucht und dann war's das. Ja, man, das ist jetzt nicht das Überzeugendste, weil ich habe kaum Bodentruppen. Das ist mein Problem. Jetzt haben wir unser Energieproblem in den Griff gekriegt. Aber ich habe das auch komplett aus den Augen verloren, dass ich energietechnisch so ins Negative gerutscht bin. Mining Station lost. Oh. Die sind da natürlich mit einem Brecher reingekommen. So, dann muss ich mit dem Flotten mal eingreifen. Stargazer wurde vernichtet. Wem wollen wir unterstützen? Ja, Perren.
gesagt, Krieg, da will ich keine Veränderung. Hostile fleet encountered. Technology discovered. Lost. Oh, lass die Massen trauern. Owen Paris ist gestorben. Es ist bitter. Sieht es denn eigentlich aus mit den Krisenreaktionskräften langsamer? Und hier unten haben wir ja auch noch drei Flotten, die wir nicht im Einsatz haben. Das ist eigentlich auch ein Skandal, den wir beenden müssen. Gehen wir mal da rein. So, der Friedenshammer kriegt erstmal Verstärkung. Ja, das ist die Zukunftsflotte. Lassen wir mal da, einfach nur, weil sie da ist. Ich senden wir mal in das System. Sieht jetzt hier aus. Da haben wir auch nur die. Wisst ihr was? Warten da ja ewig noch auf die Ja, komm. Armee landen, da haben wir das System nämlich auch. Haben wir schon mal viel weniger Probleme. Ja, das ist die letzte große Flotte, die ich von den Undine sehe. Gehen wir rein. Gehen wir rein. Kriegen wir. Die haben sich entschieden, ihre große Flotte einzusetzen. Die will ich haben. Gut, wir haben die Flotte besiegt. Spaceport under attack. Und engaging enemy station. Ja, lass mich Pause machen, verdammt nochmal. Greifen Sie da oben an. Friedenshammer und die 35. Flotte werden wir einsetzen, um... Gott. Kriegen die jetzt schon ihre Reste? Spaceport under attack. Nee, schicken nicht ihre Reste. Werden wir dich mal einsetzen, um hier unten aufzuräumen. Engaging enemy fleet. Sehr schön, das hier hat geklappt. Das hat auch geklappt. Außer, haben sie hier drinnen? Das ist hart. Das ist hart. Wir haben zwei Flotten, die auf dem Weg dort rein sind. Das müsste aber eigentlich trotzdem reichen. Und die zwei Flotten... Und jetzt die Systeme. Engaging enemy station. Kann jetzt nicht entbehrt werden. Ist mir auch egal, um wen es gerade ging. Geht hier gerade so heiß her. Ist gerade so geil. Wir schießen hier die Undine zusammen. Ja, krank. Ist. Ja, toll. Ist geendet. Super. Interessiert mich jetzt alles null. Ja, woll ja. Hier sind sie rein. Müssen wir hin. Oh. Wie schwer sind die... Hier, das ist eine einfache Station. Mehr landen. Construction complete. Engaging enemy station. Spaceport under attack.
Das schießen sie einfach zusammen. Station under attack. Jetzt müssen wir hier rein. Dorten sind nicht schwer. Hier oben greifen sie auch an. Mein Gott, die haben nicht viel. Aber was sie haben, ist nervig. Tau ist halt der Planet noch nicht befreit. Wir haben hier den Rachehammer. Den schicken wir mal hier runter. Was ist hier noch besetzt? Ach so, ein Planet. Ja, Planeten sind immer ein Problem. Ich habe halt keine großen Verbände. Hier holen wir uns jetzt die Flotten. Engaging enemy fleet. Spaceport under attack. So, haben wir. Technology discovered. Jetzt müssen wir mit einer der Flotten, dann nehmen wir den Friedenshammer, hier hoch. Das ist C. Aber wir zermürben langsam. Ich will halt diesen Part hier eigentlich schließen. Engaging enemy fleet. Die Station. Deploying Liberation Forces. Hammer. Engaging enemy station. Gibt ihm mehr Leistung, verdammt nochmal. Survey complete. Eieiei. Wo? Oh. Das ist so nervig mit denen. Dafür haben wir euch zurückgelassen. Ich schieße die ja reihenweise ab. Was? Ja, gebt ihm mehr Leistung. Wozu habe ich denn überall automatisch Gouverneure eingesetzt? Spaceport lost. Ja, meine Güte. Engaging enemy station. Station das mit dem fluiden Raum, das ist eher nervig als alles andere. Engaging enemy fleet. Ich gehe rein, schieße die zusammen. Dann greifen die halt. Egal wo ich bin, sie greifen an einer anderen Stelle mit Mini-Flotten nochmal an. Hier. Ich komme gar nicht hinterher. Siegst du die auch mal? Ja. Na, hier rein. Ach, jetzt haben sie hier unten wieder angegriffen. Spaceport under attack. Engaging enemy station. Sind sie wieder rausgesprungen? Gut ist, sie greifen unten bei uns nicht mehr an. Station under attack. Wie sieht's aus? Krisenreaktionskräfte? Unvollständig. Können die auch zum Einsatz kommen? Und euch setze ich mal ein. Spaceport under attack. Engaging enemy station. Eieiei. Spaceport under attack. Spaceport lost. Oh, wieder. Wo sind sie wieder reingesprungen? Da sind sie diesmal reingesprungen. Gut, die kann ich glaube da rausziehen. Einfach mal da an. Die Enterprise J will ich separat losschicken. Greift Zahl an. Gehen jetzt nach und nach die Systeme durch und wie der Krieg gegen die Undine endet. Also die Reise
geht dann doch noch weiter. Ich hatte eigentlich vor, den Sieg anzustreben, aber wir führen nochmal Krieg gegen die Undine. Und damit geht es dann in der nächsten Woche weiter. Also, ich sag mal, lebt lang und bald wieder in Frieden. Haut rein.